Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ikarus. Sechstes Beta-Wochenende, siebte Folge und wir sind immer noch auf unserer Mission mit den Geodaten. Und ja, ich habe die Nacht gut verbracht und habe auch mir noch ein bisschen Fleisch gebraten, weil ich ja natürlich gestern Abend wieder noch Besuch hatte von unseren kleinen Freunden, unseren pelzigen, heulenden. Da vorne streunt auch wieder einer rum. Ich sehe ihn doch schon. Ah. Da sind wir mittlerweile echt geübt drin. Hat es nicht gerade noch mal geknurrt? Oder waren das seine letzten Worte? So. Das ist gut. Wir brauchen nämlich wieder Knochen zum Reparieren. Oh, was brauchen wir da? Stöcker. Ja, die werden wir schon noch finden. Wir haben einen Stock. So, wo sollen wir jetzt hin? Links von uns. Ah, hier oben drauf. Okay. Stück, 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 Stück. Na, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall alles nicht gut zugänglich, wa? So, ah. Da sind wir schon. Station 2 is up and active. Station 1's connected. Ah. You're 5x5. Okay, nice. Oh, bei der dritten passiert bestimmt irgendwas. Ich bin mir relativ sicher. So, gehen wir hier wieder runter. Wo müssen wir jetzt hin? Check, check. Jetzt müssen wir in den Südosten. Jo. Ist Kohle? Oh, das ist Kohle. Wenn wir es überleben, ist gut. Obwohl, andererseits, wenn wir es überleben, brauchen wir die gar nicht mehr. Dann gehen wir zurück zur Kapsel und da haben wir die Mission erfüllt. Hier, das hier bräuchte ich viel eher mal ein bisschen noch. Oh, ich bin gespannt. Bei dem dritten ist passiert doch irgendwas. Ich kenn doch Ikarus langsam. Reicht das nicht, weil wir die zwei nur aufstellen? Muss das unbedingt der dritte sein? Oh, hier baut sich doch dann bestimmt irgendwas Großes auf. Bin mir doch relativ sicher. Oh. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ah, nur ein bisschen links. Jetzt weiß ich nicht, soll man da runter oder soll man lieber hier oben bleiben? Die Frage ist, wenn wir hier oben bleiben, ist das nicht eher so ein Nee, wir kommen hier wieder runter. Gut. Ich hatte nämlich Angst, dass wir eventuell nicht mehr runterkommen. Das wäre doof. So, stimmt die Richtung noch? Nee, ein Stück nach rechts. Wird vielleicht sogar. Ja, man sieht das noch nicht so richtig, aber eher hier oben bleiben. War jetzt so meine Überlegung, anstatt darunter ins Tal, weil bis jetzt waren die ja alle immer oben. Oh, habe ich mich erschrocken. Mensch, mach doch sowas nicht mit mir, du. Hast auch keine Ausdauer mehr? Ja, ich auch nicht. War jetzt gerade dein Glück, mein Freund. Ist das schön hier. Oh, ich hoffe, wir kommen hier oben rum.
Ist hier unten natürlich wieder prädestiniert für eine Höhle. Wollte ich gerade. Erledigt. Da ist eine Höhle. Opa. So, wenn uns jetzt hier was runterschubst, wartet. So, mal schauen. Ja, seht ihr, es war gar nicht so schlecht, dass wir hier oben geblieben sind. Obwohl, wir hätten auch einfach hier runter, hier durch. Und ja, aber das sieht man ja vorher nicht. Von daher machen wir das so und genießen dafür einen atemberaubenden Anblick. Dafür alleine war es das schon wert. So. Weiter geht's. Ich mache immer mal einen Screenshot, deswegen lege ich immer die Waffe auf die Hand. Also nicht wundern. Oh! Oh, nein! Oh. Ah! Natürlich kommt jetzt. Wetter. Solange es nur der Sturm ist, ist es mir egal. Solange es keine Blitze sind. Oh, die sind echt heftig. Die Gewitter sind der Hammer hier. Alles andere ist vollkommen egal. Kann ich noch ein paar entweder Pfeile oder... Noch ein Pfeil. So, und noch drei normale. Nee, gehen auch nicht mehr. Na dann. Ah, hier haben wir doch noch einen Stein. So. Gut. Wenn wir jetzt die Pfeile wechseln wollen, R gedrückt halten und dann habt ihr die Auswahl. So, und ich habe jetzt quasi die Holzpfeile eingelegt. Wir sollten vielleicht auch noch mal gucken, wo wir hin... Wir müssen links von... Wir müssen da oben drauf. Ja. Kommen wir hier da irgendwie hoch? Von hier aus? Nee, ne? Okay, wie müssen wir denn... Ah, hier einmal und dann hier hoch. Okay, alles klar. Daran soll es jetzt nicht scheitern, ne? Würde ich sagen. Nochmal von den Grundsachen ein bisschen was mitnehmen. Wenn sie schon so schön im Wege rumstehen. Hier kommen wir aber jetzt hoch, oder? Da hier so. Müssen da nicht unten lang laufen. Ja. Aber hier nicht irgendwie. Nö, ach Manu. Nicht nach unten rennen, das ist ganz schlecht. Man hat halt hier keine Puste in dem vollen Turm. Jetzt weiß ich nicht, was ist besser. Turm abwarten. Oder einfach machen. Komm, wir machen einfach. Bin nicht so der Geduldigste. Ja. Hier haben wir auch schon die dritte Kiste. Wo sollen wir es aufstellen? Da? Was? At Point Delta?
Was für ein Point Delta? Deploy Uplink at Point Delta. Wo soll Point Delta sein? Da hinten ist unsere Höhle. Weil man kriegt jetzt hier auch nichts angezeigt. Das finde ich jetzt wieder so ein bisschen meh. Nur beim Lake habe ich verstanden. Ja. Deploy Uplink at Point Delta. Moment, wir gucken hier nochmal in den Supply Crane. Aber wir sollen den ja lokalisieren. Haben wir irgendwo eine Beschreibung? Ich habe dem jetzt natürlich auch nicht so hundertprozentig zugehört, ne? Der Sturm dürfte jetzt auch bald mal wieder rumgehen, das wäre nett. Ne, hier haben wir jetzt nichts drin. Deploy Uplink at Point Delta. Ja, ich weiß nicht mehr, welcher war denn Point Delta? Och Mann. Müssen wir wieder zurück zu allen dreien oder wie? Oder zum ersten? Ja, eine andere Wahl habe ich jetzt nicht, weil ich wüsste nicht, wo sonst Quates waren. Außer er sagte ja am Lake, ne? Mal maximal nochmal probieren. Wir gehen hier nochmal runter. Er sagte aber auch, da wäre jemand sehr interessiert dran. Alles wieder offen, ne? Alles wieder offen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Diese Ausdauer. Ja, die Knochenpfeile sind gut. Gleich auf die Map. Wir müssen rechts von uns. Aber wollen wir erstmal. Man sieht halt auch nicht, was ist was. Vielleicht nochmal zu dem hoch. Und dann gucken wir nochmal am See. Also wie gesagt, mit den Knochenfallen geht das Ganze relativ einfach. Ich habe vergessen, was Delta war. Also das, wie gesagt, könnte jetzt nochmal eingezeichnet sein. Das wäre echt trick. Ja, wir sind aber schon auf einem guten Weg. Da oben ist der eine Quade. Gucken können wir ja nochmal. Dann gucken wir nochmal bei dem dritten. Und wenn nicht, gucken wir um den See rum. Dass es auch nicht nochmal eine Missionsbeschreibung gibt. Oder ich weiß nur gerade nicht wo. Das kann natürlich. J für Journal gibt es manchmal, aber nö, ist auch. Ja. Ne, hier ist auch nichts. Hier ist auch nur die Station. Oder in der Mitte vielleicht. Weil in der Mitte. Soll ich das tun? Nein. Weil in der Mitte ist ja der Mittelpunkt von den
Diesem Dreieck, was wir jetzt hier quasi gemacht haben. Da wäre auch der See. Das wäre jetzt so das einzigste noch für mich logische. Mal schauen. Ich habe halt jetzt leider nicht die Zeit, das noch in aller Ruhe zu testen. Ja gut, meinen Weg zurück muss ich ja auch nicht unbedingt zeigen. Muss ja theoretisch nur noch zur Kapsel und dann ist die Mission ja für sich beendet. Wir müssen nach links. Da drüben ist sie. Da drüben ist sie. Ich hab sie, ich hab sie. Juhu. Juhu, juhu. Juhu. Nein, wir gehen. Nein, nein. Wir geben den Paranjas jetzt kein Futter. Aber wir können einen Schluck trinken. Wir haben auch schon wieder Hunger. So, auch noch ein bisschen was essen. Wie sieht's aus mit unserem O2? Passt. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich nehme mal den Speer in die Hand. Wollen wir ran nehmen? Uplink Transmitter. Ach, wir müssen die Daten hochladen. Okay. Alles klar. Uplink activated. Data's coming through clean and green. Shouldn't take long, friend. Das sagst du immer. Und dann passieren Dinge. Das ist nur ein Wolf. Ich gehe lieber mal Richtung. Da ist ein Wolf. Nicht. Ah ja, deswegen auch die ganzen Wölfe. Deswegen auch die ganzen Wölfe auf der Missionsbeschreibung. Wir wissen jetzt warum. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die sogar in Wellen. Ich würde es ihnen zutrauen. Da kommt wieder. Hm? Ich mal meine Pfeile vielleicht wieder. Er ist erst bei 43%. Da kommt der nächste. Ja, dafür war es jetzt ein bisschen zu spät. Da kommt der nächste. Da kommt schon der nächste.
Er teilt hier die Pfeile gern wieder. Ich hoffe, das haut hin. Nur ein Pfeil. So, kurz durch reparieren. Ich befürchte, da wird gleich ein ganzer Haufen liegen. Aber wie viel Prozent sind wir? 88? Die sind wirklich an dem Ding interessiert, ne? Nicht an uns. Hat das eine Haltbarkeit? Oh ja! Also, egal. Erfüllt. Yes! Sehr geil. Also das hat jetzt, das hat Spaß gemacht. Aber warum nehme ich die alle noch mit? Brauche ich eh nicht mehr. Nur, ich muss jetzt wieder zurück zur Kapsel. Und das war's. Sehr, sehr nice. Oh. Ja. Perfekt, oder? Das hat doch gut funktioniert. Ja. Dann werde ich nur noch zur Kapsel zurückgehen. Und ja, die Sache ist erledigt. Freut mich, dass wir das doch noch geschafft haben. Ich bin gerade so ein bisschen happy. Jo, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.